Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur Sims 4 Doppelhaus Challenge. Es steht an, die Party von Aya. Aya wird vom Kind zum Teenager. Oh. Gäste ist natürlich Bruder und Mama. Dann der Papa vom Bruder und der eigene Papa. Und den Rest kennt sie eigentlich nicht. Aber wir laden alle ein. Gibt nur Geschenke eventuell. So. Caterer. Mixer, Entertainer. So, wir feiern. Ja. Die Doppelhaus-Challenge Lee-Residenz. So, und ich würde jetzt schon mal hier so ein Party-Dingens hier eine Anlage hinstellen. Und nur wo? Ist jetzt auch eine gute Frage. Vielleicht hier hinten so. Nehmen wir mal die hier. Die sieht doch fett aus. Fette Stereoanlage hat auch was, ne? Speisen essen. Das kriegen wir auch hin. Aber erstmal gehen alle hier hin. Aufhören, aufhören, aufhören. Aufhören. Hör auf. Und hier hingehen. Und nebenbei lassen wir die Versammlung natürlich laufen. Und du darfst dir etwas wünschen. Sieht immer so geil aus. So, Aya ist älter geworden. So, und sie soll ja sportlich werden. Sie ist schon aktiv und was können wir denn noch machen? Was passt denn zu Aya? Aya mag die Natur, könnte ich mir vorstellen. Ordentlich, weil sie ja viel aufgeräumt hat, ne? Wir nehmen mal ordentlich. Ach du Scheiße! Alter, an deiner Figur müssen wir echt arbeiten. Oh Gott. Und vor allem an dem Outfit müssen wir arbeiten. Meine Herren. Gut, dann. Darfst du dir ein Stück Kuchen nehmen? Und du nimmst dir auch ein Stück Kuchen. Du nimmst dir nicht das, sondern auch ein Stück Kuchen. So, und dann haben wir ja noch. Scheiße, ey. Ja, da war das Essen weg. Ich verkaufe jetzt hier mal das Spielzeug, wo auch immer das herkommt, dass die plötzlich Spielzeug im Inventar hat. Also irgendwo muss sie das ja ausgegraben haben. So, Danek. Tu mir einen Gefallen, nimm jetzt ein Stück Kuchen und ess das. Dieser Junge, der hat Probleme, ich sag dir das. Torte essen? Gott, ey. Über unfaires Je Leben jammern. Willkommen danken. Schmeicheln. Aus Familie rauswerfen. Alter, ist das heftig. Berg verschönern. Willkommen danken. Freundlich vorstellen kann man ja mal machen. Freundlich vorstellen, freundlich vorstellen. Aya hat die Charisma-Fähigkeit erworben. Das ist auch nicht schlecht. So, Danek. Er hat immer noch dieses Bett hier, ne? Das ist echt merkwürdig. Aber ich habe mir überlegt, du gehst mal die Toilette verwenden und nimmst eine erfrischende Dusche. Und dann wirst du mal spielen gehen.
auf dem Klettergerüst, und zwar das häufiger, damit auch du vielleicht eine bessere Figur bekommst. Über Kochen reden. So, was haben wir noch? Ein Kompliment machen. So, über Grillkäse, das haben wir jetzt auch gemacht. Ach so, tanzen. Speisen essen. Ja, nimm dir noch ein Stück Kuchen. Halt, stopp. Nimm dir einfach ein Stück Kuchen, das passt schon. Dann hast du nochmal Speisen gegessen. Jetzt setzt sie sich da hin und isst da Kuchen oder was, Alter. Sag dazu nix. Okay. Einschalten. Alternative. Und dann zusammen tanzen. Die holen sich hier überall das Essen, obwohl hier gar nichts steht. Tanzen, ja. Haben wir auch gekriegt, hingekriegt? Alter, wir haben doch gerade Kuchen gegessen. Okay, dann darfst du halt noch einen Kuchen backen. Kochen. Einen Schokokuchen. Geburtstag sind mein Spiel spielen, ist auch nicht schlecht. So. Freundlich. Kompliment über Outfit machen. Genau, geh mal zu deiner Tochter und sag, dass sie total toll aussieht. Achso, warte mal, schmeicheln. Beste Freunde werden. Freundlich Bewunderung ausdrücken. Wie du aussiehst, Kind. Oh, treib Sport bitte. Jetzt sagt nicht, dass das hier schon wieder nicht funktioniert. So halt, wir mussten es ja in die Luft stellen, ne? Ich erinnere mich. So, Schokokuchen fortsetzen. Schmeicheln. Kompliment über Outfit machen. Jetzt funktioniert das mit dem Kuchen hier schon wieder nicht, ne? Ey. Mach einfach noch ein Kompliment übers Outfit. Passt schon. Schmeicheln. Aus Familie rauswerfen. Ich finde das so geil. Ah, sie macht den Kuchen jetzt. Das ist gut. Alter, mach deiner Tochter doch Komplimente. Kompliment über Outfit machen. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Level 4 Motorik, das ist gut. Okay, dann stell das mal hier hin. Zusammen ein Stück nehmen. Genau, du nimmst jetzt auch ein Stück. So. Das Techtelmechtel-Gespräch. Kompliment über Outfit. Und ich frage mich, ob Teenager schwanger werden können überhaupt. Okay, stopp. Und stopp. Und zwar darfst du spielen mit der Mama. Schach. Zwar heute noch. Ey, die spielen doch jetzt Schach, oder nicht? Nein, die haben doch Schach gespielt. Was soll das denn? Was soll das? Oh no. Happy Birthday. Super. Klasse. Alles klar. Weißt du was? Du gehst erstmal auf die Toilette. Du darfst nachdenklich duschen.
Dann sprühst du schon mal das Monster unterm Bett ein und dann gehst du schlafen. Du machst noch mal eine Runde, ein energiegeladenes Training. Gehst dann auf die Toilette und schnell duschen und schlafen. Wir müssen hier das Zimmer dann noch mal abändern und sie. So, Danek klettert noch fleißig. Aber doch, das scheint sportlich für ihn zu sein. Wenn man jetzt mal darauf achtet. Fitnessfähig. Ach, ah ja, die Fitnessfähig. Ich wollte gerade sagen. Lass mal die Toilette verwenden und duschen. Oh, sie ist fleißig dabei. Schön. Geh duschen, bitte. Ich resette den gleich nochmal, ne? Das stört mich jetzt schon hier. Müsste man nicht schon langsam mal mehr Punkte zusammenkriegen? Oh, 10 Jahre später. Ist dann auch mal fertig. So. Reset Sim Danik Drag. Cool. So, und jetzt kannst du Leander mal bitten, dass er dich ins Bett bringt. Er ist kokett. Weißt du Bescheid? Jo, bring mich mal ins Bett, Alter. Jetzt geht. Hat der eine Brille auf? Ja, hat er. Warum auch immer. Jetzt werden wir den Typen schon wieder nicht los. Hier ist alles dreckig und so. Egal. Egal, egal, egal. Oh, wie läuft es hier so? Ja, das sieht echt gut aus hier, ne? Jetzt ist er weg, endlich. Meine Güte. Oh nee, steh mal auf hier. Steht mal auf. Ihr müsst ja bald zur Schule und so. Sie freut sich überhaupt nicht. Aber du darfst jetzt mal dich bearbeiten gehen. So, ich ändere das jetzt hier mal schnell alles um. Dann wäre das auch schon mal erledigt. Ich war jetzt gerade nicht ganz so ideenreich. Ich habe jetzt erstmal hier einfach ein bisschen umgebaut. Ich habe überlegt, sie wollte sich ihre Haare unbedingt rot färben, deswegen hat sie jetzt rote Haare. Wir haben sie auch ein bisschen hübscher hingekriegt. Vor allem, ja, ich finde, man ist es okay. Also, ja. Ich finde, die Frisur passt zu ihr, so ein bisschen lockig. Dann habe ich einfach schon mein Bücherregal hingestellt und hier hat sie noch einen Fernseher. Habe ich ihr gegönnt. Ja, dann das Bett, was hier so steht. Hier noch ein kleiner Panda. Dann hier natürlich die Fotos und so. Ja. Jetzt muss sie aber erstmal essen. Oh, hier ist alles dreckig, ey. Das ist eine Katastrophe. Ja, ein Schokokuchen. Da nehmen wir uns auf jeden Fall ein Stück von. Und danach machen wir Hausaufgaben. Wobei, wir gucken zum Schokokuchen den Kochkanal. Dann kriegt sie gleich schon ein bisschen Kochfähigkeit. Ist ja nicht schlecht, ne? Nein, mein Freund. Nein. Das räumst du jetzt mal bitte auf. Dann darfst du eine nachdenkliche Dusche nehmen und die Toilette verwenden. Dieses Kind, ne? Meine Herren. Und dann darfst du ein Erdnussbutter-Gelee-Sandwich essen und den aktuellen Kanal schauen, ob schon mal dabei sind.
So, ich habe noch frei, ne? Aber das schadet ja nicht. Ich benutze mal die Toilette und nehme mir mal eine nachdenkliche Dusche. So, Aya und Danik müssen dann auch bald in der Schule sein. Das ist kein Problem. Wir servieren Rührei. Nee, Omelette. Wir servieren Omelette. Finde ich gut. Wir haben ja extra eine Haushälterin. Die macht jetzt hier alles sauber. Ich sehe nicht ein, das alles selber zu machen. Hallo, du sollst Hausaufgaben machen. Sich zu unwohl. Ja, dann setz dich halt hier hin. Sitzen. So. Und dann kannst du hier Hausaufgaben machen. So unwohl kann man sich dann auch nicht fühlen. Wie sieht es mit deinen Hausaufgaben aus? Die sind erledigt. Du willst nicht kochen? Dann darfst du mal alles ernten. Ich würde hier auch nicht kochen wollen, ganz ehrlich. Huch. So, was ist mit dir? Du isst noch. Ja, dann ess noch mal in Ruhe auf, bevor du zur Schule gehst. Das wird schon. Ich mache mir gleich erstmal Essen. Perfekt. So, jetzt können wir mal weiterentwickeln. Dann geben die nämlich mehr Geld irgendwann, die Früchte. So. Kommt auch schon der Gärtner fleißig? Übrigens ist so ihr Alltagsoutfit. Ich dachte, das sieht sehr teenie-mäßig aus. Das fand ich ganz cool. Zusatzaufgaben, ja. Du gehst da jetzt besser mal nicht dran. So, du lernst fleißig. So, haben wir das jetzt hier überhaupt ausgewählt? Ich weiß es nicht. Ja, entwickelt das bitte weiter, ja? Nee, einen Ableger wollen wir auch nicht nehmen. Weiterentwickeln, weiterentwickeln, weiterentwickeln. So, dann darfst du auch mal fleißig lernen in der Schule. So, Aya ist zwar viel zu spät in der Schule, aber es interessiert uns jetzt nicht. Posterwettbewerb. Danik ist total aufgeregt, seinen Delfin-Poster abzugeben. Zeichnungen, Fotos, lustige Fakten, alles ist vorhanden, doch die anderen stehen alle um ein anderes Kind mit einem Poster herum, das in silbernen Farben glänzt. Danik könnte behaupten, er hätte sein Poster vergessen und in der Pause daran weiterarbeiten. Wir geben das rechtzeitig ab. Wir stehen dazu. Danik beschließt, stolz auf sein Werk zu sein und will es nicht riskieren, Minuspunkte für eine Verspätung zu kassieren. Er gibt es ab und erhält ein mattes Lächeln von der Lehrerin, aber auch eine knallrote 2. Eine 2 für so ein blödes Delfinbild, ey, das geht, das kann man machen. Und mich nervt das ja, wenn die hier nicht richtig. Er nervt jetzt schon wieder. Danik ist krank geworden und hat sich im Flur vor den Augen der anderen Schüler übergeben. Er ist jetzt bei der Krankenschwester. Mein Kind muss sorgfältig untersucht werden. Mein Kind darf nicht aufgezogen werden. Ja, wir sind mal empathisch. Konfliktlösung sehen. Das ist ja sowieso schon gefühlt im roten Bereich. Boah, die macht jetzt hier alles sauber, die Alte. Das ist echt schön. So, wir servieren jetzt trotzdem mal arme Ritter. Oder schmeißen wir mal in Müll hier alles? Die Alte, ey. Sie geht in den Keller. Was macht sie im Keller? Ich finde geil, dass es das immer irgendwie so zurückgesetzt wird. Ne? Das ist schon echt nervig. So, du darfst aber mal Freundschaften schließen in der Schule. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Der Freund von Aya hat nicht für die wichtige Klassenarbeit am heutigen Tag gelernt. Da Aya die Prüfung schon früher am Tag abgelegt hat, kennt sie die Fragen und könnte ihr die Antworten geben. Könnte ihr?
Soll sie ihrem Freund helfen oder ihn die Prüfung ohne Hilfe machen lassen? Antwort Time. Ein paar Antworten reichen aus, damit der Freund von Aya die Prüfung besteht. Ihr Freund schuldet ihr jetzt einen großen Gefallen. Das könnte noch von Nutzen sein. Leistungsverbesserung klein. Sehr schön. So. Wir gönnen uns erstmal. Und schauen dabei mal den Comedy-Kanal. Könnte nicht schlecht sein. Sie muss erstmal kräftig abwaschen hier. Das ist echt geil. So, und wir müssen jetzt aber bald mal Videospiele spielen und unsere Arbeitsleistung hacken. Da bin ich stark für. So. Spiel spielen. Erstmal spielen wir ein Spiel und zwar Sims Forever. Auf dem mega schlechten Computer, aber das ist ja kein Problem. So, Spaß kriegst du da oben jetzt auch noch. Mit Videospiele Geld verdienen, ey, das ist schon geil. Wir haben zwar den mega K-Computer des Universums, aber das ist vollkommen egal. So, wir bekommen jetzt 2400 Simoleons, weil wir hier die Früchte verkauft haben. So. So, Danik hat Fabian in der Schule getroffen. Okay. Dann schön für Fabian. Danik hat Pierce in der Schule getroffen, wie auch immer das ist. Die haben immer so komische Namen. So, die Alte ist dann auch mal fertig. Sie hat den halben Tag gebraucht, um alles bei uns sauber zu machen. So, ich muss mir nebenbei immer was zu trinken gönnen. Hat bestimmt keiner gehört. So, Danik hat Olivia in der Schule So, das bedeutet jedoch nicht, dass er seine zwei vergessen kann. Ja, ja, es ist okay, ist okay. Oh, was machen wir denn mal? Hausaufgaben. Ja, Hausaufgaben wäre erstmal ein guter Plan, ne? Hausaufgaben machen. Und du machst auch Hausaufgaben. Ihr seid nämlich vorbildliche Kinder. Sie rennt da erstmal hin. Und er geht hier so, oh, ich habe keinen Bock, Alter. Ja, das ist sehr vorbildlich hier, meine beiden Kinder. Über Schule reden. Auf Popkultur beziehen. Begrüßungskomitee. Ja, die verstehen sich so toll, das ist echt cool. Sozialfähigkeit Level 6. Sehr schön. Nein, ich möchte nicht zu Leander rüberkommen. Hinterher werde ich den nur wieder nicht los. Ich sehe schon kommen. So, programmieren. Hacken. Arbeitsleistung. Wir gucken mal, ob das klappt. Ich kann jetzt Handy-Apps entwickeln. Das ist cool. 25% erledigt. 75%. Ja, Mensch. Dann darfst du jetzt Zusatzaufgaben machen. Du bist nämlich ein Streber. Ich bin cool, dass sie sich nebenbei unterhalten bei den Hausaufgaben. Wenn das mit der Arbeitsleistung Hack nicht geklappt hat, dann machen wir es nochmal. Dann klappt es bestimmt. So, Aya ist fertig, aber Aya macht jetzt auch noch Zusatzaufgaben. So, Zusatzaufgaben. Oh. Mental Level 3. Oder müssen wir Danik ein bisschen schulen, dass der seine Kreativität da ausgebaut bekommt? Dann nimmst du den Gericht. Für dich gibt es nichts mehr. Dann darfst du mal Gartensalat machen. Die stinkt hier voll, ist ja geil. Oh. Wie sieht's aus? Gerissen vorzugehen ist besser als hart zu arbeiten. Ja, Mann. Hä, da nur so ein bisschen? Wollt ihr mich verarschen? Das sehe ich nicht ein. So, aber wir haben erstmal alles erfüllt. Dann würde ich sagen, gehst du mal auf die Toilette, nimmst eine erfrischende Dusche
Und auch dir schadet es nicht, wenn du jetzt mal ein Training absolvierst, ehrlich gesagt. So, der gönnt sich hier erstmal was zu essen. Ja, vorbildlich. So, emotionale Kontrolle. Da müssen wir echt nochmal gucken. Manieren sind auch ziemlich gut. Tobsuchtanfall bekommen. Joggen, um klaren Kopf zu bekommen. Oh, sie kann joggen gehen. Das ist echt geil. Das machen wir auch. Aber vorher würde ich sie energiegeladen duschen gehen lassen. Also eine erfrischende Dusche nehmen. Toilette verwenden und dann darfst du joggen gehen. So, und du? Bei dir gucken wir jetzt mal. Zusatzprüfung abgeschlossen. Das ist schön. Ja, Kreativität brauchen wir noch. Alle 5 Bilder zeichnen. Das heißt, du gehst noch mal nachdenklich duschen. So, Monster fehlt, glaube ich, noch, oder? Na, eigentlich fehlt so alles, gefühlt. So, sie kocht erstmal schön. So, ich schmeiße jetzt einfach mal die Teller in den Müll. Das mache ich zu Hause auch immer, ne? Ich nehme dann die Teller, die ich nicht gerade benutzt habe, die schmeiße ich dann immer in den Müll und dann kaufe ich mir neue. Die sind auch einfach so im Schrank dann. Die muss ich nicht. Also eigentlich muss ich die auch gar nicht neu kaufen, ehrlich gesagt. Ganz praktisch. Danik macht eine Phase durch. Oh, Scheiße. Ja, dann geh halt ins Bärenkostüm. Ist auch okay. Oh, verdammt. Unser böser Vampirjunge hat sich ein Bärenkostüm angelegt. Nein. Ja, bereite den Salat im Bad zu. Das ist ein guter Plan. Das ist sehr gesund. Das ist überhaupt nicht skurril oder so. Ah, nein. Nein, nein, nein. Okay, und dann guckst du dabei am besten den Kochkanal. Kochkanal. So, aber den können wir ja, glaube ich, jetzt auch mal hier reinstellen. So, den Teller schmeißen wir natürlich auch weg. So, das schalten wir mal aus. Okay, dann darfst du noch mal Muskelstämme, mir diese Dinger hier, ne? So, wenn wir das gemacht haben, nehmen wir uns einen Salat, züchten noch mal schnell einen Frosch. Kaufen den. Dann kann sie, glaube ich, auch schon die Toilette benutzen. Schnell duschen und vielleicht mal schlafen gehen. Ja, dann ist halt im Bad. Ist auch okay. Tu, was du nicht lassen kannst. Toilette verwenden. Duschen. Nein, nimm eine erfrischende Dusche, damit du energiegeladen bist. Die Pfütze ist einfach weggetrocknet. Was stimmt denn mit ihr nicht? Sie braucht Spaß. Okay, wie wär's, wenn du dann einfach ein bisschen Blickblock spielst? So ein paar Minuten vorm Schlafengehen ist drin. Dann darfst du nämlich schlafen gehen. So, er geht auch schlafen, das ist gut. Er hat jetzt so komische Monster gezeichnet. So, dann braucht er nur noch 2 weitere. Und die Kreativität auf Level 10 bringen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ah, sie muss duschen gehen. Okay, dann gehen wir eine erfrischende Dusche nehmen. Und dann, wie lange ist das frisch? 2 Stunden. Ja, den kannst du dann noch essen. Das passt schon. So, du stehst dann auf, nimmst eine nachdenkliche Dusche und sag Bär traurig. Ich sag dazu jetzt mal nichts. So, gucken wir mal, ob er das hinbekommt, sich einen armen Ritter zu nehmen. So, Aya und Danik müssen in der Schule sein. Ja, ich weiß.
Und Chihiro hat Hunger. Aber Chihiro geht jetzt mal schnell auf die Toilette, nachdenklich duschen. Der braucht immer so ewig, bis er nach unten kommt, ne? Ja gut, wenn man halt ganz oben im Stock wohnt. Aber bald kann er sich ja als Vampir durch die Gegend bewegen, dann passt das. So, aber ich werde jetzt hier erstmal pausieren, sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.